Hallo, meine Lieben, ich bin's, eure Petra. Ich habe jetzt ganz spontan entschieden, dass wir dieses Jahr doch einen Adventskalender wieder machen und habe mein energetisches Team gefragt, was so dran ist, Karten, und sie sagten: Nö, nimm mal jetzt deine eigenen Energiebilder und schau, was da einfach kommen mag, was kommen soll, was kommen darf aus der geistigen Welt für alle, die es gerne hören möchten, zusehen möchten. Und wir starten heute. Das ist heute ein Energiebild für Herzöffnung, Verbundenheit, Herzheilung und Beziehungsfelder. Das heißt, das ist ein Kraftbild, das genau dafür gemalt worden ist. Das enthält ganz viel Aufstiegsenergien und es hat sich gerade schon Erzengel Gabriel gemeldet und möchte gerne noch eine Botschaft zu euch bringen. Also, dann mache ich mal Raum und Platz für Erzengel Gabriel und lass mal fließen, was sie uns mitteilen möchte. Ich grüße dich, Kind des Lichts. Ich bin Erzengel Gabriel im allerhöchsten Licht. Ich freue mich, dass du diesen Adventskalender machst, denn die Energien sind zurzeit sehr, sehr stark für feinfühlige Menschen auf der ganzen Welt. Es ist eine sehr schwierige Zeit für viele Menschen und daher ist es gut, wenn wieder Herzöffnung, Freundschaft, Liebe, Selbstvertrauen und Selbstwert zu jedem Mensch gebracht wird. Öffnet euch weit im Herzen, stellt beide Füße fest auf den Boden, atmet tief in euer inneres Wesen und wer es jetzt möchte, bekommt ganz liebevolle Herzöffnungsenergien durch mich weitergeleitet. Wer das nicht mag, der sagt einfach nein. Wer es möchte, sagt ja. Also genießt den Aufstieg, genießt die Energie, genießt, was gerade fließen mag. Es wird noch den ganzen Tag nachfließen. Genießt euren wunderschönen 1. Dezember. Seid euch gewahr, dass die Zeiten auch wieder ruhiger werden auf der Welt. Fokussiert euch, auf die Liebe, auf das, was euch gefällt. Umso leichter wird es euch in dieser Zeit ergehen. Ich danke fürs Zusehen, Erzengel Gabriel. Ich danke euch auch, schließe mich so an und freue mich schon drauf, was morgen fließen möchte. In diesem Sinne, einen wunderschönen 1. Dezember und danke fürs Zuschauen. Alles Liebe, eure Petra.